Willkommen zu einer neuen Folge eures Dicenaut Podcasts. Als die Welt noch schwarz-weiß war, waren Panzer ein wichtiges Mittel im Krieg. In der entfernten Zukunft dagegen spielen die rollenden Stahlungetüme leider nur noch eine untergeordnete Rolle. Durchgesetzt haben sich haushohe Kriegsmaschinen, die mit Lasern, Raketen und der blanken Metallfaust ihre Aufträge erledigen. Unser heutiger Gast Sebastian ist mit seiner Frau Sarah auf dem YouTube-Kanal Sarah Malt unterwegs. Und warum wir Sebastian heute eingeladen haben, erfahrt ihr nach unserem Intro. Und, oh, erwähnte ich Meerschweinchen-Content? An Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten. Welten aus Eis, Wasser, durch und durch mit Sand bedeckt, andere durchzogen von dichtem Dschungel oder aus einer einzigen riesigen Industrieanlage bestehend. Jeder mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihren eigenen Bewohnern, Konflikten und Problemen. Und wir mittendrin. Diese Welten zu entdecken, gemeinsam zu bereisen, Konflikte zum Besseren zu wenden. Dafür sind wir hier. Wir sind die Dicenauts. Nochmal ein herzliches Willkommen zu eurer neuen Folge des Dicenaut Podcasts und ich begrüße Sebastian von Sarah Malt von YouTube. Hi Sebastian. Moin Moin. Moin, ich habe gerade gesagt Meerschweinchen-Content, ne? Also wenn man bei euch auf dem YouTube-Kanal kommt oder so, da findet man das ein oder andere Mal Meerschweinchen. Zum Beispiel bei Sarah über den Malplatz tigern. Das finde ich ganz geil. Ja, das gehört bei uns irgendwie dazu. Finde ich total super. Du bist aber nicht hier, um über Meerschweinchen zu reden, sondern beantworte mir mal eben kurz eine Frage von wegen, ihr habt jetzt gerade eine aktuelle Folge aufgenommen, die sich mit schlechte Spielanleitung quasi rumschlägt, wenn man das so sieht, eure Top 10 der schlechten Spielanleitung. Jawohl. Ist Battletech mit seinen Regelbüchern ein Spiel mit schlechten Spielanleitungen? Es ist kompliziert. Da kommen wir noch zu. Okay, das ganze Thema Battletech haben wir ja ausgerufen unter dem Hashtag Lanzenbrechen. Und ihr da draußen könnt natürlich bei diesem Community-Projekt mitmachen. Das heißt also, bemalt einen Mech, bemalt irgendeine Einheit von Battletech, bemalt eine ganze Lanze, einen ganzen Stern, scheißegal. Sondern macht einfach was und vielleicht bringt ihr auch das ein oder andere Spiel sogar auf die Platte, wenn ihr diese Folge gehört habt. Und dieses Battletech-Universum ist einfach viel zu groß, dass ich das mit Sebastian alleine erkunden könnte. Deswegen habe ich kompetente Unterstützung in Form von Phil. Hallo Phil. Moin, Captain. Moin. Und natürlich unserem altbekannten Battletech-Veteranen, dem Hauke, dem ich jetzt auch das Wort übergebe. Hauke, bitteschön. Guten Morgen, Commander. Gut, nun bin ich wieder wie Jungfrau zum Ei gekommen. War aber nicht zum Ei, das war anders, aber gut. Machen wir es aber so. Planet Port Arthur, the counterattack begins deep in Clan Territory. Sebastian, wir wollen heute ein bisschen über Battletech schnacken. Stell dich doch einfach mal erstmal ganz kurz vor. Pivi hat das schon ein bisschen angerissen, aber vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz erklären, wer du bist eigentlich. Yo! Also, ich bin Sebastian, ich bin 78 geboren in Salzgitter, also einer der Städte in Deutschland, in die am wenigsten Licht fällt, so ziemlich. Ist also alles sehr grau und sehr betonig da. Und was macht man dann? Man wird entweder komplett geht kaputt oder man wird halt Nerd. Und ich bin halt wirklich Nerd durch und durch. Ich habe alles gemacht. Wir können heute über alles reden. Wir können über Tabletops reden, über Rollenspiele reden, Filme, Musik. Ich bin überall dabei und bin halt irgendwann eingestiegen über Rollenspiele, dann auch bei Battletech, bei 40K. Ich habe da mehrere Editionen gespielt, habe einen eigenen X-Wing-Podcast mit einem Kumpel zusammen. Also wir können alles machen heute. Aber ich denke mal, Battletech ist das Thema. Und ich kann euch meine Battletech-Entstehungsgeschichte einmal runterrattern, wenn ihr das gern hören wollt. Auf jeden Fall, aber ich muss da noch mal ganz kurz dazwischen gerätschen. Du sagtest eben sehr, sehr bescheiden, du hast einen mit einem Kumpel zusammen einen X-Wing-Podcast. Ja. Das ist ja eigentlich anders, ne? Also, ihr seid schon die Host der Therapiestunde, ne? Also, das ist ja nicht irgendein X-Wing-Podcast. Also ich sag mal, wir waren mal größer. Es ist jetzt so ein bisschen so, dass X-Wing gerade so ein bisschen der sinkende Stern ist am Tabletop-Himmel, leider. Und wir haben auch ein bisschen Zuhörer verloren, versuchen aber immer noch, das Schwert hochzuhalten. Wir sind jetzt einer von zwei noch aktiven deutschen X-Wing-Podcasts. Und wir versuchen es am Leben zu halten für die Community.
Es ist ein ganz, ganz großer Podcast, kann ich nur wirklich jedem empfehlen, der es nicht kennt. Bitte hört da einfach mal rein, auch wenn ihr das Spiel gar nicht kennt, hört da trotzdem einfach mal rein. Denn es gibt nicht nur was über X-Wing, denn gerade in den letzten Folgen kam das Thema Battletech immer häufiger zur Sprache. Aha, hört. The hype is real. Ich werde aber schon gedisst von unseren Zuhörern, dass ich halt das langsam umbaue zu so einem Battletech-Podcast. Das kann man auch als Therapie nehmen, ist auch gut. Aber ich kann es auch verstehen, und dann habe ich heute noch gesehen, dass jetzt auf Humble Bundle auch gerade so ein Battletech Bundle rausgehauen wird, sogar mit der physischen Starterbox einfach. Also das Thema ist gerade heiß. Richtig heiß. Das denke ich auch. Aber Sebastian, du sagtest eben schon, dass du uns mal kurz, vielleicht einmal mal kurz schilderst, wie du zu Battletech gekommen bist und was du damit zu schaffen hast. Ja, dass ihr einmal so meinen groben Werdegang habt. So 1990 ungefähr haben mein Bruder und ich auf C64 das Crescent Hawks Inception Rollenspiel gespielt. Das war noch so ein richtig krudes 8-Bit, C64 war schon 8-Bit Rollenspiel auf jeden Fall. Wir haben auch, glaube ich, nichts verstanden. Man hat da irgendwelche Mechs gesteuert. Wir haben keine Ahnung gehabt, worum es ging. Wir haben uns da irgendwie trotzdem durchgekämpft. Und dann ging es halt auch irgendwann los. Rollenspielladen, angefangen mit dem schwarzen Auge. Dann stand da natürlich auch 91 so eine schöne Battletech Second Edition Grundbox. Auch gekauft, die City-Tech-Box gekauft, wo man in Städten gekämpft hat, die Aerotech-Box gekauft, wo man dann im Weltraum gekämpft hat, alles irgendwie gekauft. Und dann kam natürlich Warhammer 1994, zweite Edition, gekauft. Mein ganzen Battletech-Kram verkauft. Minis. Ach du Scheiße. Kiloweise. Ich war jung und ich brauchte das Geld auf jeden Fall. Ich habe dann 40k von der zweiten bis sechsten Edition gezockt, bis ich dann irgendwie abgestorben bin, was 40k anging. Aber das ist so eine von meinen Lieblings-Battletech-Geschichten. 95 kam für den PC MechWarrior 2 raus. Großartiges Spiel. Und wie ich ja gerade gesagt habe, ich musste ja schon mein Battletech-Kram verkaufen für 40k, also hatte ich natürlich kein Taschengeld mehr. Also bin ich mit meinem Gameboy und allen meinen Spielen in den örtlichen Pfandleiherladen gegangen, hab da alles versetzt, um dann zum Laden zu gehen, um mir dann MechWarrior 2 zu holen. Das heißt, ich hatte dann keinen Gameboy mehr, aber ich hatte MechWarrior 2. Und ich habe das auch nie bereut. Das war richtig, richtig geil. Das stimmt. Das waren wirklich Erinnerungen. Da erinnere ich mich auch noch dran, ey. Schön vom PC sitzen. Unglaublich gut, ey. Wo ihr gerade Kilo sagt, ich habe neulich eine eBay-Auktion gesehen, da hat jemand wirklich Battletech-Figuren kiloweise verkauft. Man hat ja auch schon badewannenweise Magic-Karten gekauft, also ist ja auch nichts Neues. Naja, auf jeden Fall ab 2012 bin ich dann komplett X-Wing verfallen. Ich bin ein riesengroßer Star-Wars-Fan und habe halt wirklich X-Wing in der ersten Edition von der ersten Welle an mitgespielt. Bin auch großer Teil gewesen hier, der deutschen X-Wing-Community. Das ist so eine richtige X-Wing-Familie eigentlich in Deutschland. Und also alles, was so mit, man hat sich auf Turnieren halt getroffen, richtig geil, hat mega Spaß gemacht. Ist jetzt gerade leider so ein bisschen am Schwächeln, so seit der Pandemie und dem Wechsel von Fantasy Flight zu Atomic Mass Games. Die das Spiel jetzt gerade so ein bisschen umbauen in Richtung, die der kompletten Community nicht ganz so gefallen. Bin dann aber, als X-Wing gerade so ein bisschen am Sinken war, wieder 2018 in den Kickstarter eingestiegen, also vorher sogar noch, und zwar in das Battletech-PC-Spiel von Harebrained Schemes. Das ist so ein rundenbasiertes Taktikspiel auf jeden Fall, wo man halt Battletech spielen kann, auch von einem der beiden Battletech-Mitbegründer entwickelt. Und dann ging es halt los 2019 auf der Taktika, die neue Battletech-Grundbox gekauft, das Game of Armored Combat. Und dann habe ich den Battletech-Kickstarter von Catalyst Games unterstützt, der halt unglaublich abgegangen ist, der der ganzen Battletech-Community einen riesen, riesen Schub versetzt hat. Und jetzt 2020 MechWarrior 5 auf dem Rechner mit Mods und so gezockt. Also jetzt ist Battletech bei mir wieder so ganz, ganz oben im Thema. Und X-Wing ist eher so die zweite Geige. Vivi, das klang bei dir eben auch schon an, dass du nicht ganz unbeleckt bist hier in Sachen Battletech. Nein, überhaupt nicht. Also so wie Sebastian das auch gerade geschildert hat, ne, so MechWarrior 2, als es dann damals gekommen ist, war ein absoluter Burner auf dem PC, ne? Also ich bin da vorher immer so ein bisschen so in die ganze Geschichte mit Wing Commander und so weiter drin gewesen, ne, so Privateer und so solche Geschichten. Aber irgendwann wirklich dann kam MechWarrior 2 und es hat mich einfach weggeblasen, ne? Also wenn man da mit seinem Mech da irgendwie durch die Gegend gelaufen ist und du hast deine gesamten Waffengruppen einmal abgefeuert und es war so ein Spektakel auf diesem Bildschirm, es ist unglaublich gewesen. Wir haben halt auch noch nichts gerafft, ne? Ich meine, da waren halt Textwüsten dazwischen, zwischen den Missionen, die hat man irgendwie gelesen, aber nicht verstanden, weil man gar nicht wusste, worum es da geht. Aber scheißegal. Man fand's halt einfach nur geil. Ja, scheißegal. Am besten einfach noch irgendwie in das Cockpit rein, weißt du, und einfach durch die Gegend laufen und irgendwie, keine Ahnung, Dinge kaputt machen und so.
Absolut, ja. Absolut geil. Und dann, wie du sagtest, bin ich wieder mit Battletech in Berührung gekommen, genauso wie bei dir, als dann von Harebrained Schemes da quasi dieses MechWarrior dann quasi kam als Kickstarter-Version, diese rundenbasierte Geschichte. Ich glaube, ich bin in der ersten Mission draufgegangen, aber so tierisch draufgegangen. Ich habe das Spiel, glaube ich, noch nicht ganz verstanden. Und dann habe ich mich jetzt wieder auf meine Xbox konzentriert und habe da jetzt MechWarrior 5 dann weiter auch gespielt. Ja, das macht auch Spaß. Ja, und so wie bei dir auch. Und dann kam eine Box zur anderen. Und ich glaube, mittlerweile habe ich jetzt 3 Grundboxen hier stehen. Plus irgendwelche Striking-Clan, keine Ahnung was für Dinger hier. Ey, ohne Scheiß, ich habe Minis ohne Ende. Das Lustige ist, als ich damals die Battletech-Grundbox auf der Taktika gekauft habe, meinte ich zu meiner Frau, ja, pass auf. Also wir sind ja beide Miniaturbemaler, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Ich schon wirklich seit den 90ern, meine Frau jetzt halt erst so ungefähr seit 10 Jahren. Und ich habe gesagt, ich male die jetzt halt so zum Tabletop-Standard an. Also ein bisschen grundieren, ein bisschen trockenbürsten, das passt schon. Und wenn man mich kennt, mein Problem ist, bei mir muss immer jeder Strich sitzen. Sarah malt halt ungefähr 10-mal so schnell wie ich und die hat halt richtig Talent. Bei mir ist es halt immer ganz viel so Geduld und Schweiß. Und deswegen, es ging nicht, dass ich die nur trockenbürste und deswegen habe ich die dann halt wirklich penibel bemalt und es wurde halt immer schlimmer. Und mittlerweile habe ich auch schon wieder fast an die 100 bemalten Max. Ich habe heute erst wieder 7 Stück fertiggestellt. Die laufen gerade bei Facebook durch die ganzen Foren. Und es macht einfach richtig Spaß. Also bei mir müssen Miniaturen einfach bemalt sein. Wir bemalen ja sogar unsere Brettspiele. Ich glaube, ihr hattet das schon mal als Thema. Mhm. Wir machen das. Wir sind Jungs, so verrückt. Ich muss einmal ganz kurz dazwischen grätschen, ne? Also ihr alle wisst, was mit Battletech anzufangen, aber wir müssen ja auch mal aus der Perspektive des Zuhörers denken. Der Zuhörer ist so eine Art schlammgeborener Urukai, der jetzt gerade dort unten in der Grube liegt und keine Ahnung hat, was Battletech ist halt. Fernab der Sonne. Gut, dann lass uns mal die weiße Hand auf ihn draufdrücken, damit er aus der Schlammgrube rauskommen kann. Aber vorher möchte ich gerne noch der Vollständigkeit halber Phil fragen. Phil, hast du irgendwie einen Zugang schon mit Battletech gehabt? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, dass meine ersten wirklichen Berührungspunkte zu Battletech hatte ich, als ich mit Peavy beim Tablepot-Treff quasi aufgeschlagen bin und das da zum ersten Mal gespielt habe. Ansonsten hatte ich da bisher, also klar, ich kenne auch MechWarrior, so ist, kennt man halt, und es ist ja auch zum Beispiel im Game Pass, glaube ich, auch enthalten, MechWarrior 5. Und ansonsten, also meine ersten Berührungspunkte waren wirklich so wirklich durch euch jetzt. Aber ansonsten habe ich da echt gar kein Schimmer, was da auf mich zukommt heute. Alles klar. Dann würde ich gerne jetzt kurz den Schwerpunkt setzen. Natürlich gibt es auch Battletech-Computerspiele und so, ne? Aber wir sind ja kein Computerspiele-Podcast, wir sind ja ein Table-Podcast. Sebastian, meinst du, dass du uns mal ganz kurz einen kleinen Überblick geben kannst über das klassische Battletech? Ich mach mal einen richtig breiten Aufbau jetzt erstmal, weil Battletech ist eigentlich nicht nur Battletech, sondern Battletech sind gleich mehrere Spiele und Systeme. Und zwar haben wir einmal halt dieses Battletech, an das ihr wahrscheinlich denkt, oder die meisten Zuhörer vielleicht, das Hexfeld-basierte Science-Fiction-Kriegsbrettspiel. Mit den Hexfeldern, wo dann halt die Mech-Miniaturen drauf rumlaufen. Da werden wir auf jeden Fall noch tiefer dran einsteigen. Was es aber auch noch gibt zum Beispiel ist Alpha Strike. Das ist halt so die Tabletop-Variante von Battletech, wo man dann halt sehr wirklich mit diesem 3D-Gelände und so weiter und so fort interagiert. Und dann gibt's halt das MechWarrior-Rollenspiel. Das ist halt wirklich dieses Pen-and-Paper-Rollenspiel, wo halt dann Leute diese Battletech-Geschichten erleben. Und das Witzige ist halt, das ist alles auch so ein bisschen untereinander kombinierbar. Das heißt, man kann zum Beispiel in einem Rollenspiel halt irgendwie die ganze Vorgeschichte von einer Mission rollenspielen, um dann halt entweder in Classic Battletech oder in Alpha Strike halt diese Schlachten auszutragen. Und das machen halt auch ganz viele Leute, auch gerade was Kampagnen angeht, dass es alles so ein bisschen ineinander übergeht, wie man halt Battletech spielt. Aber das hauptsächliche Battletech ist halt heutzutage genannt Classic Battletech und ist halt dieses Hexfeld-basierte Science-Fiction-Kriegs-Brettspiel. Ich füge da mal ganz kurz zu an, dass so Pi mal Daumen, ne? Also ohne das Setting jetzt großartig breit auszubreiten, wir sprechen über eine Ausbreitung der Menschen im dritten Jahrtausend und der Mensch kämpft halt nicht mehr, wie Pi ganz am Anfang sagte, quasi als Bestandteil der kombinierten Waffen, mechanisierten Infanterie oder Panzertruppe, sondern er kämpft in Battlemechs. Das sind, korrigiert mich, 10 bis 15 Meter hohe sehen aus wie Kampfroboter, aber im Cockpit sitzt halt ein Mensch, der das Ding steuert einfach. Ne? Und das ist so eine Art Ritter in der Zukunft.
Ich glaube, das trifft es auch ganz gut, ne? Wie du es gerade sagtest, ne? Das ist ein Ritter einfach. Genau, diese Mischung aus Maschine und vor allem Pilot ist halt ganz wichtig, weil es sind halt nicht einfach nur diese cool aussehenden Battlemechs, sondern halt die Piloten spielen halt immer noch eine riesige Rolle, sowohl halt in der Geschichte als halt auch im Spiel selbst. Also kein Mech ohne Pilot, das funktioniert einfach nicht. Ich meine, machen wir uns mal nichts vor, ne? Also wenn ich mir überlege, dass die Menschheit in 500 Jahren anfängt, solche auf zwei Beinen laufenden Kampfmechs zu bauen, die haben quasi einen einsatztaktischen Wert einer Bratpfanne. Also, ne? Das ist totaler Quatsch. In der Tat. Ja, man muss da schon ganz hart die Nerd-Synapsen auf jeden Fall anstrengen, weil es macht natürlich keinen Sinn, aber es ist halt einfach mega cool. Rule of Cool ist einfach ganz wichtig bei Battletech. Und ja, warum sollte man denn so kleine, bewegliche Scout-Mechs bauen, wenn man genauso gut, weiß ich, ein schnelles Motorrad haben könnte, das viel, viel günstiger ist und nicht noch irgendwie irgendwelche Miomer-Muskeln da eingebaut haben muss. Ich will auch gar nicht wissen, wie die repariert werden alle. Das muss ja schrecklich sein, weil die sehen auch alle unterschiedlich aus. Ich habe mich immer gefragt, wieso haben die eigentlich bei Battletech noch nie eine Einheit gebaut, wie zum Beispiel bei Star Wars, ne? Mit dem Flieger, der seine Harpune abschießt und da so ein AT-AT quasi dann halt lahmlicht mit Seilen. Ne? Nein, es werden immer Laser gebaut und irgendwelche Raketensysteme und das ist absolut abgefahren. Es gibt einen Battle-Mech-Taser, so viel dazu. Ja, gut, aber der hilft ja nicht dabei, unten die Beine zu fixieren, ne? So. Ja, stimmt schon. Ne? Also ja, es ist verrückt, also da müssen wir nicht drüber reden, aber es ist halt Rule of Cool und es gibt's ja auch schon, weiß ich, wenn man japanische Anime kennt oder irgendwas hier, die ganzen Gundams, wo dann die Roboter mit ihren Lichtschwertern durchs All fliegen und sich gegenseitig diese Todlaser entgegenschießen. Ist halt Battletech nicht. Battletech ist halt mehr so die geerdete Variante, wo du halt wirklich diese Hard-Sci-Fi hast und die stapfen halt wirklich dann über diese Schlachtfelder und die können zwar mit Sprungdüsen springen, aber die fliegen halt nicht mit Laserschwertern durchs All, sondern es ist halt wirklich alles sehr, sehr geerdet und sehr ernsthaft. Aber ich glaube, wer was mit Gundams anfangen kann oder mit Space Battleship Yamamoto, ich glaube ganz ehrlich, dann könnt ihr auch da draußen was mit Battletech anfangen. Ja, es ist ja auch, kommt ja auch so ein bisschen aus demselben Ursprung. Jedenfalls die ersten Mechs sind ja auch unter anderem Gundam oder Macross Max, keine Ahnung, wie das alles heißt. Wenn ich mich richtig erinnere, ist ja der Ursprung des Spieles kommt ja eigentlich aus der Designschule von Faser, ne? Und 1984 und eigentlich damals angelehnt an Robotech, aber dann letztendlich doch im Prinzip ja doch als eigenständiges Spiel dann hochgezogen, ne? Genau, es hieß am Anfang mal Battle Droids sogar, noch aus dieser Robotech-Zeit, wo sie dann halt irgendwie ein paar Designs dieser Robotechs lizenziert hatten. Und das ist dann halt später in Battletech umgenannt worden. Da mussten auch einige der Designs gestrichen werden, die waren dann halt geschwärzt, waren dann die Unseen Ones, mussten dann später umdesignt werden. Da gab es noch irgendwelche Gerichtsverhandlungen drüber, es war alles ein bisschen dirty. Lange ist her. In der Tat, die Lizenzierung des Battletech-Franchises ist, glaube ich, auch eine eigene Folge wert. Aber oh, ja. Das machen wir dann unter Dysonauts Jura halt. Aber das gucken wir mal halt. Nichtsdestotrotz, Sebastian, du sagtest, so Pi mal Daumen 90er Jahre, du und dein Bruder, ihr seid da eingestiegen, ne? Wie ging das im Einzelnen über die Bühne? Also wie gesagt, rein in den Friendly Local Game Store in Salzgitter, halt die Battletech-Box gekauft, wir keine Ahnung gehabt, wie gesagt, wir hatten schon das eine oder andere Computerspiel gespielt, haben uns dann da irgendwie durchgerechnet, haben dann versucht, die Regeln uns irgendwie drauf zu schaffen und haben dann da wirklich bei uns im Kinderzimmer halt irgendwelche Mech-Battles gespielt, ohne wirklich viel Ahnung zu haben, was da der Fluff drumherum war. Aber wir hatten richtig Bock. Und mein Bruder ist heute zwar nicht so der Hard-Nerd wie ich, aber halt immer noch Battletech begeistert und wird zum Beispiel nächste Woche mit mir auch wieder ein Spiel zocken. Weil wenn man erstmal einmal drin ist in diesem Spiel und einfach die Mechs lieben gelernt hat, dann ist es einfach eine richtig geile Sache. Du, Sebastian, kannst du dich noch dran erinnern, ob die Mechs damals auch schon zusammengebaut waren? Beziehungsweise in einem Guss kamen? Ich glaube, wir hatten in der zweiten Edition Grundbox waren das, glaube ich, nur Standys. Ich glaube, das waren noch nicht mal Minis. Ah, okay. Wir hatten ja nichts. Wir hatten ja nichts, wollte ich gerade sagen. Wir sind alt. Nee, ich glaube, die erste Edition-Box, die hatte Minis, die waren immer ganz schlimm. Die zweite hatte Standys, die dritte hatte dann ganz, ganz schlimme Minis. Und die modernen Miniaturen, die jetzt gerade ausgeliefert werden, die haben halt wieder richtig gute Qualität, werden auch immer besser. Oh ja. Weil da halt ein ganz neues Design-Team dran sitzt.
Ja, aber die finde ich echt gut gelungen. Ja, die alten Miniaturen hatten ein bisschen das Problem, dass sie halt sehr dürr waren teilweise, dass die Größenunterschiede ganz seltsam waren, weil da ganz viele verschiedene Designer dran gesessen haben. Aber jetzt ist halt so, bei den modernen Miniaturen ist halt wirklich eine durchgängige Designsprache drin, die auch diese Walking Tanks, diese stapfenden Panzer, diesen Stil gut rüberbringen. Mhm. Was man auch gut bei den alten Modellen ja auch gesehen hat, zum Beispiel von Fasan noch oder so, du konntest sehen im Prinzip, welche Charge eigentlich du da in den Händen haltest, bekommen hast, scheißegal. So, auf jeden Fall, du konntest wirklich sehen von wegen so, ist die Form, aus der das Ding quasi abgegossen wurde, eine relativ neue Form gewesen oder war das eine alte, abgeranzte, ausgelutschte Scheiße, die mit Zinn befeuert haben? Das war echt unterirdisch. Also da haben sich wirklich von dem einen Mech zu dem anderen Mech haben sich wirklich die Qualitäten so drastisch unterschieden, dass man einfach nur gesagt hat, von wegen, was hast du da für einen Bleiklumpen da auf dem Tisch stehen? Ja, war ich auch gar kein Fan von, bin auch mittlerweile kein großer Fan mehr von diesen ganzen Zinnminiaturen, muss ich leider ehrlich sagen. Resin und Plastik in einer modernen Form ist einfach King. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich erinnere mich noch an den, und das war der einzig vernünftige Mech aus Metall, das war der Raven. Der war echt gut. Aber ich habe eine ganz andere Frage. Und zwar, Battletech wird ja nun out of the box im Prinzip mit Miniaturen gespielt. Und zwar auf einer Karte. Für denjenigen, der das nicht ganz vor Augen hat, das eine Karte, die ist ungefähr so breit oder so groß wie ein aufgeklappter Aktenordner. Ne? So Deckel und Boden zusammen. Und dann rennst du da auf Hexfeldern durch die Gegend mit deinem Mech. Wenn du ein paar Bodenpläne zusammenlegst, kriegst du auch eine Lanze. Das sind halt 4 Mechs oder ein Stern. Das sind 5 Mechs der Clans zusammen. Ist das denn eigentlich ein Tabletop oder ist das ein Brettspiel? Ich hab's ja schon gesagt, es ist halt ein Sci-Fi-Brettspiel. Also das Tabletop ist halt, wenn ein Alpha Strike oder halt, was ich am liebsten spiele, so eine Kombination aus Classic Battletech und Alpha Strikes, ist so ein Fan-Mod, das heißt Battletech Destiny. Da können wir vielleicht auch mal ganz kurz drauf eingehen später. Aber das grundsätzliche Classic Battletech ist ein Brettspiel. Weil du das daran festmachst, dass du das quasi ja auf Hexfeldern stehst und du wirklich dann deine zu ziehenden Felder abzählst oder weil du keine 3D-Karte hast oder Also grundsätzlich hat man ja, wie Hauke schon gesagt hat, halt nur diese Map, die ist halt flach. Da sind zwar dann verschiedene Geländetypen drauf eingezeichnet und auch verschiedene Höhenstufen. Da muss man halt schon relativ gutes räumliches Vorstellungsvermögen haben, um sich das dann halt irgendwie vorzustellen, wie das halt wirklich aussieht. Mittlerweile in der modernen Zeit, 3D-Drucker und Co., es gibt halt viele Leute, die sich mittlerweile auch schon diese Berge und Bäume und Ruinen dann halt ausgedruckt haben und die auf die Karten draufstellen. Dann wird's schon vom Aussehen her wieder mehr wie ein Tabletop. Also für mich ist ein Tabletop halt immer irgendwas, wo ich 3D-Gelände habe und dann meistens auch so eine echte Sichtlinie, wo ich halt wirklich mit meinem Kopf auf Miniaturenebene runtergehe und dann schaue, sieht meine Miniatur die andere Miniatur, wie man das von 40k und ähnlichem kennt. Und bei Battletech ist das halt so, du schaust nicht diesen Miniaturenblick, sondern du guckst halt wirklich meine Wabe, in der ich stehe, zu der Wabe, wo der Gegner drin steht, was liegt dazwischen, welche Höhenstufen, welches Gelände, und das ist halt alles sehr, sehr stark berechnet, weil Battletech eh ein sehr berechnendes Spiel ist, also das ist das Spiel für Mathematiker auf jeden Fall. Und deswegen, es ist schon dann, also das ist nicht negativ gemeint, ich bin ja auch Brettspieler vom Herzen her, das ist halt ein Brettspiel für mich und kein Tabletop. Okay, weil das wären für mich auch solche grundlegenden Sachen, wo das Tabletop vom Brettspiel quasi sich unterscheidet. Ich habe natürlich auch, wie zum Beispiel bei Alpha Strike, wo du gerade sagtest, das wäre das Tabletop. Ich kann meine Mechs frei ziehen, wie ich möchte. Ich bin nicht eingeschränkt in ich muss jetzt gewisse Felder ablaufen oder irgendwie sowas. Und ich habe ein anderes Spielfeld quasi vor mir. Das ist das, was dann für mich quasi das Tabletop ausmacht, ja? Also aus meiner Sicht, ne? Also Anfang der 90er habe ich angefangen, 40k zu spielen. Und ziemlich parallel dazu habe ich auch mal ein paar Mal Battletech gespielt. Und ich habe jetzt hier das Battletech Compendium von Faser von 1990 vor mir. Und ich fand das damals ganz lustig, mal auf diesem Bodenplän zu spielen, mit denen auch die Geländehöhen angegeben sind. Halt so ein so ein Ding ist irgendwie 30 Meter, Pi mal Daumen. Und das war cool. Aber es war schon sehr einengt, ne? Und was ich ganz beeindruckend finde, ist halt, in diesem Battletech Compendium von 1990 sind schon Regeln drin, wie man sozusagen das Ganze vom Brettspiel zum Tabletop macht. Ich kenne aber niemanden und ich habe damals auch niemanden kennengelernt, der das gemacht hat. Die Leute haben sich tatsächlich damit begnügt, auf diesem Bodenplän zu spielen. Und das war mir persönlich damals nicht genug. Ja, also jetzt kennst du jemanden, ich hab's schon gemacht. Also ich habe auch schon Classic Battletech auf Tabletop-Gelände gespielt. Weil wir kommen ja sicherlich noch zu den anderen Versionen. Die Alpha Strike ist mir halt ein bisschen zu glatt, ein bisschen zu einfach und deswegen spielt man dann wahrscheinlich eher Classic. Aber es geht auf jeden Fall. Es ist im Grunde 1:1 Hex zu Zoll eine Konversion.
Also was uns ein Hexwert ist, ist halt ein Zoll und das geht eigentlich relativ gut. Was ich sehr cool finde, ist halt, wenn du mit diesem Bodenplänen spielst, das ist natürlich nochmal eine Abstraktionsstufe höher oder niedriger, ganz wie man will. Ne? Aber es hat natürlich auch eine gewisse Klarheit. Es gibt keine Diskussion über Sichtlinien oder nicht, sondern du kannst es anhand der Geländelevel einfach klar erkennen. Entweder ist es so oder nicht halt. Ne? Und wie war das, als ihr damals gespielt habt? Du sagtest ja auch, ihr habt euch die Ergänzung City Tag und Arrow Tag und sowas gekauft. Habt ihr das tatsächlich kombiniert oder seid ihr dann quasi auf Mac gegen Mac oder Lanze gegen Lanze hängen geblieben? Also wir sind schon verrückt gewesen. Also wir haben dann auch wirklich versucht, alle Regeln irgendwie mal zu testen, haben dann irgendwie bei Arrow Tag erstmal so eine Planetenlandung gemacht. Ich weiß nicht, ob wir das richtig gespielt haben, aber wir hatten auf jeden Fall Spaß dabei und das ging dann halt wirklich über in diesen Bodenkampf und nur die Mechs, die halt abgesetzt werden konnten, sind dann halt auch unten angekommen und wir hatten ja auch viel Zeit damals, deswegen haben wir das halt auch echt durchgezogen. Und aber wie gesagt, ob wir da regeltechnisch wirklich 1A gespielt haben, ich denke nicht, aber es ist auf jeden Fall hängen geblieben, dass es cool war. Es hat Spaß gemacht. Ja, nochmal Nachfrage. Wie groß waren die Schlachten oder Gefechte, die ihr gemacht habt? Nee, ich denke schon, wir sind meistens Lanze gegen Lanze. Das Problem von Classic Battletech für mich persönlich, also ich muss es erstmal so sagen, Classic Battletech ist eher das Battletech-System, was ich am seltensten spiele. Ist aber natürlich das System, was die meisten kennen und was auch am interessantesten sein wird für die Hörer. Es ist ein sehr langsames, langes System. Also wenn man da wirklich so ein Lanze gegen Lanze, also 4 Mechs gegen 4 Mechs spielt und man ist vielleicht nicht gerade der Hardcore-Extrem-Veteranenspieler, dann dauert so ein Spiel richtig, richtig viele Stunden. Weil man eine Menge Tabellen durchforsten muss, die Bewegung ist relativ langsam und es geht auch langsam erst Schaden durch auf die Mechs, weil die relativ gut gepanzert sind, gerade wenn man die in den älteren Zeitepochen spielt. Und deswegen, ich denke, wir haben immer Lanze gegen Lanze maximal gespielt. Ich glaube, das können wir bestätigen, Phil, ne? So wie wir unser Spiel da gemacht haben beim Tablepot. Definitiv. Das war auch trotz dieser Beginnerbox, die ja die Regeln so weit runtergebrochen hatte, dass man das eigentlich ganz gut versteht, dauerte es erst ein bisschen für uns, bis wir uns, sag ich erstmal, reingefuchst haben. Wie bewegt man sich? Was liegt dazwischen? Was muss ich beachten? Und dann auch solche Geschichten wie, wie feuere ich eigentlich? Was passiert mit Langstreckenraketen? Was passiert mit Kurzstreckenraketen? Ne? Im Grunde genommen ist es ein riesiges Gewürfel auf Tabellen und ich fand's irgendwie schon geil. Definitiv, also es hat echt Spaß gemacht, aber wir haben halt auch für die erste Runde, wir haben zu dritt gespielt, Free for All, und wir haben echt 2,5 Stunden für die erste Runde gebraucht oder sogar 3 Stunden. Bestimmt. Also es ist wirklich ein eher entspannteres Spiel, sag ich mal. Da ist jetzt nicht, ne, also es gibt ja immer diese Buzzwords hier, dass es ja mega Action ist und so und fast-paced und all diese ganzen schrecklichen Buzzwords. Es ist die Antithese zu X-Wing. X-Wing ist halt ein Spiel, das geht in 75 Minuten auf dem Turnier durch und dann hast du halt so ein komplettes Spiel gespielt. Da hast du bei Battletech vielleicht gerade mal die erste Runde gespielt, wenn du ein Neuling bist. Also, man sollte es vielleicht für die Zuhörer einmal ganz kurz beschreiben, wie überhaupt so ein Battle-Mech aufgebaut ist, dass man halt so ein bisschen weiß, warum das so lange dauert, weil wenn man halt Battletech spielt, also Classic Battletech, hat man halt für jeden Mech so einen Mech-Bogen. Das ist dann halt im Grunde sowas wie der Charakterbogen von dieser Einheit und was da alles halt draufsteht. Da sind halt die Werte von Piloten drauf zum Beispiel, da sind die Waffen drauf, weil jede Waffe bei Battletech hat halt verschiedene Reichweiten und teilweise auch Zusatzwerte oder teilweise auch Mindestreichweiten, die eingehalten werden müssen und so weiter und so fort. Dann hast du noch eine riesige Tabelle mit kritischen Treffern, weil jeder Mech hat erstmal eine äußere Panzerung, wo dann halt immer die ganzen Laser und Raketen erstmal drauf treffen. Und wenn die äußere Panzerung so nach und nach abgestrichen ist, dann geht's halt auf die Struktur, das ist so die innere Panzerung des Mechs. Und wenn man da halt dann Schaden durchbringt, dann kann es halt sein, dass kritische Treffer passieren, dass Arme abgesprengt werden, dass Waffen kaputt gehen, dass der Antrieb zerstört wird und ähnliches. Also da geht's dann auch wirklich ans Eingemachte. Aber gerade so die älteren Mechs sind halt meistens wirklich wandelnde Panzer mit unglaublich viel Panzerungsbubbles. Das sind halt immer so Kreise, die man wegstreicht. Und bis man sich da mal durchgequält hat, weil das Coole bei Battletech ist halt auch bei Classic, dass jeder Mech halt verschiedene Trefferstellen hat. Das heißt, du hast halt diesen humanoiden Mech, den muss man sich halt von vorne vorstellen. Der hat halt einen linken Arm, einen rechten Arm, linkes Bein, rechtes Bein, 3 verschiedene Torsi, den mittleren, den linken und den rechten und einen Kopf. Und jeder Schaden, der halt reinkommt, da wird halt immer gewürfelt, wo der ankommt. Das heißt, du schießt vielleicht mit mehreren Waffen auf einen Mech, dein Laser trifft vielleicht den linken Arm, deine Raketenwerfer treffen vielleicht den Kopf und den rechten Torso und deine Partikelprojektorkanone trifft vielleicht das linke Bein. Und wenn du natürlich den Schaden halt quer über den Mech verteilst, dann dauert das natürlich ewig teilweise, bis der dann mal internen Schaden nimmt.
Aber das ist halt das Coole. Vor allem, weil sich die Macs dann auch hinter diesem Gelände verstecken können. Das heißt, so ein Mac ist in der Spielmechanik halt zwei Höhenstufen hoch. Und wenn der halt hinter einem Höhenstufen hohen Berg steht und mein Laser schießt auf sein Bein, dann ist der Bein natürlich hinter diesem einen Höhenstufen Berg. Und dann geht der Laser halt in den Berg und nicht in den Mac. Und alle solche Sachen sind halt wirklich taktisch dann einsetzbar. Und das ist richtig cool. Würdest du sagen, eins mal vorweggeschickt. Sebastian, ich bin ja froh, dass du uns hier als netter, freundlicher Gast erhalten bist. Wenn ich jetzt unbequeme Fragen stelle, da hat das ja nichts mit deiner Person zu tun, sondern einfach, das ist meine Aufgabe. Ne? Der Teufelsadvokat. Ja, genau, exakt. Des Kaisers Notar, würde ich eher sagen, aber gut. würdest du zustimmen, dass das Battletech ein komplexes Spiel ist? Ich sag mal, in den Grundregeln kann ich Battletech in 20 Minuten erklären. Dann kann man die erste Runde vielleicht spielen. Das geht vielleicht dann nicht schnell, aber es geht einigermaßen. Wenn man die ganzen fortführenden Regelwerke hat, kann man so krass viele Zusatzoptionen mit reinschalten, die das Spiel dann so arg lahm machen. Da kann ich dann noch Geschichten dazu erzählen, ohne Ende. Es ist, ich würde sagen, so ein mittelschweres Spiel. Also es ist jetzt nicht so ein krasses, diese Wargames, die man aus den USA kennt zum Beispiel, wo dann, weiß ich, auch simuliert wird, wenn die Schuhe der Soldaten nass sind, dass sie dann langsamer marschieren und all so ein Gedöns. Das hat Battletech jetzt vielleicht nicht, aber es ist schon ein bisschen träger auf jeden Fall. Das muss man schon sagen. Ich stelle die Frage auch so ganz, ganz bewusst, ganz so heretisch. Denn zum Beispiel die Jungs vom Battlepodcast, die erzählen immer wieder, dass Battletech ein sehr, sehr komplexes Spiel sei. Und das wird dort unter anderem am Vergleich zu 40K gemacht. Was ja auch in gewisser Art und Weise Sinn macht, denn komplex als solches ist ja erstmal nichtssagender Begriff. Du musst es ja im Verhältnis zu irgendetwas setzen. Ne? Wenn wir uns jetzt mal die Grundregeln angucken von Battletech, und ich glaube, wir sind uns einig, dass die Grundregeln von Classic Battletech sich über die Generation der Regelwerke nicht wirklich großartig verändert haben. Ne? Eins der stabilsten Spielsysteme, die es, glaube ich, gibt. Das denke ich auch. Sagen wir mal so Pi mal Daumen, 50 Seiten Grundregelwerk. Dann kommt das ganze andere Gerödel noch dazu, wenn du es denn Step für Step dazusetzen willst, wie Arrowtech, Citytech und so. Dass das natürlich dann aus dem Rahmen läuft, ist klar. Aber würdest du sagen, dass Battletech zum Beispiel komplexer ist als, sagen wir mal, Star Wars Armada oder Battlefleet Gothic? Ich weiß nicht, kennst du die Spiele? Ja, Gothic habe ich gespielt, hatte ich auch eine große Imperiumsflotte auf jeden Fall. Armada habe ich neulich mal eine Runde gespielt. Armada ist wie X-Wing, das ist einfach, wirklich. Da hast du halt, die Komplexität kommt aus den ganzen Upgrades, die man in den Schiffen draufpackt. Aber die Grundregeln sind mega einfach. Das X-Wing erkläre ich in 5 Minuten. Gothic, ja, das war schon, da muss man auch so ein bisschen das Auge haben für die Bewegung, aber wirklich, ja, ich finde, es ist kein Spiel, was ich jetzt einem Anfänger direkt in die Hand drücken würde, außer vielleicht wirklich die komplett runtergedummten Beginnerregeln, wo dann teilweise auch die interne Panzerung komplett rausgelassen wird, aber das Grundregelwerk ist verständlich für jeden. Ja, ich sage es auch gar nicht jetzt, um Battletech zu dissen, sondern ganz im Gegenteil. Aus meiner Sicht ist es eine urbane Legende, die teilweise von der Community gefeiert wird, dass das Spiel angeblich komplex sei, und ich kann das nicht erkennen. Es hat mit sehr viel Bookkeeping zu tun, aber das hat nichts mit Komplexität zu tun. Ich bin der festen Überzeugung, dass Battletech ein sehr, sehr eingängiges, sehr, sehr intuitiv zu ergreifendes Spiel ist. Und man muss es halt nur üben, halt, dass man weiß, auf welcher Tabelle man nachguckt. Das geht dann aber dann sehr zügig, wenn man eingespielt ist. Kannst du das bestätigen? Ja, weil ich war jetzt vor einem Monat, war ich auf der größten deutschen Battletech Convention, da wurde auch die deutsche Meisterschaft ausgespielt, und die Jungs, die haben die Tabellen im Kopf. Die gucken gar nicht mehr, die würfeln teilweise erstmal, um zu gucken, wie hoch sie ungefähr, weil Battletech wird halt komplett gewürfelt mit 2W6. Du brauchst nicht mehr als 2W6, und die würfeln dann teilweise erst beim Angreifen und gucken dann erst danach, ob die Modifikatoren gereicht hätten oder nicht, um zu treffen. Also, oder die wissen halt genau, wenn sie würfeln auf der Raketentabelle, wie viele Raketen einschlagen. Da, also wenn du wirklich Veteran bist, dann ziehst du sehr, sehr schnell durch diese Classic-Spiele durch. Das ist aber auch genau dasselbe Spiel, wie du es bei 40.000 hast. Ja. Das kann ich aber auch wirklich bestätigen. Also ich fand es auch sehr eingängig, und ich hatte schon nach wenigen Angriffen wirklich die Abfolge verstanden und wusste schon gleich, auf welchen Tabellen ich nachgucken muss. Also das war wirklich jetzt nicht so, dass mich das großartig irgendwie überfordert hätte oder so. Und dadurch, dass es ja auch nicht so viele Sonderzusatz-Special-Regeln gibt mit irgendwelchen Auren und irgendwelchen Kommandopunkten und so, zumindest jetzt nicht in den Starter-Regeln, ist
ist es ja im Prinzip wirklich so, klar, du hast unterschiedliche Mechs mit unterschiedlicher Bewaffnung, aber das Prinzip ändert sich ja nicht. Und das war für mich persönlich auf jeden Fall eine starke Hilfe, das schnell zu verstehen. Ich habe da zwei kurze Geschichten zu dieser anpassbaren Regelkomplexität, weil die habe ich mir extra aufgeschrieben, weil ich die erzählen wollte. Es gibt eine Regel, das ist Skidding. Das ist, wenn Mechs auf einer Straße laufen und dann auf der Straße die Richtung ändern, dann kann es sein, dass sie ausrutschen. Und da muss man würfeln. Und dann kann es sein, dass wenn sie stürzen, rutschen sie vielleicht von der Straße. Da muss man würfeln, in welche Richtung sie rutschen. Dann kann es aber sein, dass sie vielleicht in ein Gebäude rutschen. Da muss man würfeln, ob der Mech das Gebäude durchschlägt. Dann muss man eventuell würfeln, ob der Mech den Boden des Gebäudes durchschlägt, weil er zu schwer ist. Dann kann es sein, dass der Mech aus der anderen Seite des Gebäudes rausrutscht und dann drei Höhenstufen tief auf einen Wald fällt oder ins Wasser. Und dann, man kann das alles würfeln auf Tabellen. Und da gibt's überall Regeln für. Das ist eine Sache. Und ich war mal auf einer Battletech-Convention. Da ist ein Mech auf ein Gebäude gesprungen. Der Spieler, der das halt gespielt hat, der fand das ganz cool. Und dann guckten ihn erstmal alle an. Das waren so 10 ältere Herren an einem Tisch. Und die schauten ihn an und fragten, sag mal, wie schwer ist denn dein Mech eigentlich? Und der meinte, ja, 50 Tonnen, weil Mechs werden halt in Tonnen berechnet. Und die, ja, das Gebäude ist halt so und so, das kann nur maximal 45 Tonnen tragen pro O. Und dann saßen diese 10 Spieler um den Tisch und haben eine halbe Stunde, und das ist kein Witz, gerechnet, wie dieser Mech durch die einzelnen Etagen dieses 10-etagigen Gebäudes gestürzt ist, wo der Schaden eingeschlagen ist auf der Panzerung des Mechs, bis er dann unten am Boden tot war. Das hätte man auch sofort handwaven können, hätte man sagen können, okay, pass auf, der Mech stürzt jetzt durch 10 Etagen, der ist auf jeden Fall kaputt. Nein, sie haben wirklich jede einzelne Etage berechnet, wie der Mech da durchstürzt. Das kann man machen, muss man aber nicht. Kann man auch genauso gut rauslassen und sagen, Gebäude sind einfach unzerstörbar. Wollte ich gerade sagen. Also das ist ja auch so eine Sache, man kann sich das Spiel auch selber vereinfachen oder kompliziert machen. Dafür gibt's ja extra sowas wie Hausregeln. Und da wäre halt die Frage, ist das denn, sag ich mal, competitive Konsens, dass man sowas berechnet? Ist das dann wirklich, wenn ich, was weiß ich, zur Battletech-Meisterschaft fahre, sind dann solche Details entscheidend oder wird das dann doch eher eingestampft auf wirklich die Kernregeln? Das ist eine gute Frage, die ich gar nicht beantworten kann, weil ich Battletech gar nicht turniertechnisch spiele. Ich bin zwar X-Wing-Turnierspieler und habe auch 40k teilweise ein bisschen auf Turnieren gespielt, habe da aber immer nur Best Painted gewonnen, witzigerweise. ist doch auch cool. Battletech ist für mich kein Turnierspiel, es interessiert mich auch gar nicht so als Turnierspiel, und Battletech ist leider, das ist so einer der größten Schwachpunkte noch an Battletech hat gar keine richtige Turnier-Community. Es gibt zwar, wie gesagt, diese deutsche Meisterschaften, es gibt auch internationale Meisterschaften und so weiter und so fort, aber es gibt jetzt kein festes Turnierregelwerk, wie es zum Beispiel für X-Wing oder 40k oder ähnliches gibt. Das muss dann jede Gruppe oder jeder Verein für sich selbst ausmachen. Es kommt zwar jetzt so langsam auf, jetzt wo Battletech gerade wieder so am Steigen ist, ist ja gerade wirklich, wie gesagt, schon der heiße Scheiß. Und jetzt kommt auch von Catalyst, also von den derzeitigen Designern, so langsam so das Interesse, da auch mal Turnierregeln rauszugeben. Oder es machen halt wirklich irgendwelche Podcaster oder Fanseiten, die dann halt sagen, okay, das ist unser Turnierformat für Battletech. Aber wie das genau geregelt wird, ich denke mal, es wird eher einfacher gehandhabt. Weil meistens ist Battletech ja nur 4 Mechs gegen 4 Mechs. Und wer dann am Ende steht, gewinnt. Und da so werden dann halt die Spiele entschieden. Also ich muss sagen, Phil, weißt du noch, bei unserem Spiel, wir haben ja, annähernd die gleiche Tonnage gespielt. Ja. Oder müsste, glaube ich, dieselben Tonnagen, glaube ich, gewesen sein oder irgendwie sowas, ne? Ja, da waren vielleicht 5 Tonnen Unterschied, wenn es hochkommt. Ja, irgendwie sowas. Aber ich muss echt sagen, also dieser Balanceakt, der eigentlich stattgefunden hat, wenn jemand Schaden gemacht hat, dann war das A, weil er vielleicht gut gewürfelt hat oder weil er die Tabelle gut bewürfelt hat. Aber es hat auch ganz viel plötzlich ausgemacht, von wegen so, wie habe ich mich bewegt zum Beispiel. Ich erinnere mich an eine Situation, da habe ich mich scheiße bewegt und stand dann plötzlich mit dem Rücken zu euch beiden und habe dann erstmal voll auf die Fresse gekriegt. Ja. Ne? Das war, glaube ich, auch der entscheidende Moment, weswegen ich dann am Ende quasi aus Anfängerglück heraus gewonnen habe. Ja, genau. Das ist halt auch extrem cool an Classic Battletech, weil da sind ja die ganzen Waffen auch an verschiedenen Körperstellen montiert. Es kann also sein, dass euer Mech am rechten Arm hat er vielleicht seine Partikelprojektorkanone. Und der rechte Arm ist jetzt aber schon abgepanzert. Da liegt jetzt schon die Panzerung brach und der nächste Treffer würde halt intern gehen. Da muss man halt wirklich schauen, dass man den Mech dann halt mit dem linken Arm zum Gegner positioniert und dann halt die geschwächte Panzerung halt aus dem Spiel raushält, weil diese Sichtlinie oder die Richtung, aus der der Treffer kommt, ist halt wichtig bei Battletech. Und da kommt halt auch ganz viel Taktik raus, vor allem, weil die Mechs relativ unbeweglich sind. Die können zwar ihren Torso drehen, das heißt, die können ihren Oberkörper um so ein paar Prozent nach links und rechts drehen beim Schießen,
Aber du musst halt immer wirklich schauen, dass dir nicht irgendwie so ein flinker Scout-Mech irgendwie in die Flanke rennt und dann deine geschwächte Panzerung wegbrennt. Da würde ich gerne nochmal kurz eingrätschen. Und zwar, Sebastian, das, was du gerade sagst, du hast es wunderbar geschildert, indem man halt noch dann sein Mech so stellt, dass der beschädigte Arm oder angeschossene Arm geschützt wird, ne? Wenn man auf so ein Spielfeld guckt, Battletech, dann sieht man da irgendwie vier Peoples rumstehen, da stehen nochmal vier Peoples rum, vielleicht ist schon einer platt. Und man denkt so, ja meine Güte, was soll das denn eigentlich sein? Ne? Hier vier Space Marines gegen drei Elder, das ist doch albern. So darf man das nicht sehen. Das ist im Prinzip ein Gefecht zwischen Kriegsschiffen. So ist es aus meiner Sicht besser zu erfassen, weil es dem, jetzt sag ich das Wort, weil das nämlich der Komplexität dann eher gerecht wird einfach. Ne? Es ist halt nicht so, nicht abstrahiert im Sinne halt von ich treffe und dann ist er platt, sondern halt Trefferzone, Schützen und so weiter und so fort. Und dann wird aus der ganzen Sache auch, zumindest aus meiner Sicht, halt ein ganzer Schuh. Sebastian, wenn du heute spielst, du sagtest, du spielst eigentlich am wenigsten Classic Battletech, ne? Ja. Aber wenn du es spielst, wie spielst du es dann? Also wir spielen, also so in meiner Brettspielgruppe habe ich halt ein bisschen versucht, Alpha Strike zu spielen. Das ist halt im Grunde so, wie gesagt, die Tabletop-Variante. Ich habe halt auch mittlerweile relativ viel Gelände mir zusammen gebastelt. Ich kenne das ja noch aus meiner alten 40k-Zeit. Da war ich auch der immer das Gelände bauen musste, weil alle anderen zu faul waren. Also habe ich es bei Battletech einfach auch gemacht. Vor allem bin ich auch so der Einzige, der eigentlich wirklich, wirklich ganz krass brennt für Battletech in meinem Freundeskreis. Und die anderen müssen es dann halt einfach mitspielen. Und da spielen wir halt Alpha Strike. Alpha Strike ist allerdings wirklich die sehr, sehr, sehr glatt gebügelte Version von Battletech. Das heißt, die Mechs, die halt vorher verschiedene Trefferzonen haben, haben jetzt halt nur noch so ein paar Rüstungspünktchen und anstatt verschiedene Waffen zu haben, haben die halt nur noch so generelle Waffenwerte und das ist meiner Spielergruppe dann doch zu einfach gewesen. Was mich halt wieder so richtig zum Battletech-Spielen gebracht hat und was mein Feuer so richtig entfacht hat, war, das ist eine YouTube- Kanal, das ist Death from Above Wargaming. Die haben nämlich Classic und Alpha Strike und das MechWarrior Destiny Rollenspielsystem, was jetzt neu erschienen ist, halt gemixt. Die haben da also im Grunde so eine Mix draus gemacht, wo man halt ein bisschen diese Komplexität von Classic hat, aber halt auch dieses Tabletop-Feeling von Alpha Strike und dann noch dieses gesamte Pilotensystem, was halt das MechWarrior Destiny hatte. Und das ist für mich der perfekte Mix aus Battletech einfach, weil es geht schnell wie Alpha Strike, es ist aber, hat aber verschiedene Trefferzonen und halt ein bisschen diese Komplexität mit den verschiedenen Waffen, wo halt jeder Mech auch so seinen eigenen Charakter hat, weil ich mag das halt, wenn ich sehe, okay, an dem Modell hat der Mech halt einen dicken Raketenwerfer am rechten Arm und dann hat er aber auch einen Raketenwerfer am rechten Arm auf seinem Mech-Bogen und hat nicht nur einfach irgendwelche generellen Waffenwerte wie bei Alpha Strike. Und das ist so das, was ich wirklich ganz viel spiele und das, da bin ich auch so ein bisschen in Häkchen mit der Vorreiter hier in Deutschland, versuche das wirklich überall an den Mann zu bringen, habe das auch vor einem Monat auf der Battletech Convention gedemot und versuche das halt wirklich mehr und mehr und mehr unter die Spieler zu bringen. Und es kommt auch relativ gut an. Meine Rückmeldungen, die jetzt so zum Beispiel aus der deutschen Vereins-Community kommen, sind wohl so, dass viele das mittlerweile halt auch ganz gerne spielen und sich das immer mehr so ein bisschen festkrallt in den Köpfen der deutschen Battletech-Spieler. Und das freut mich auf jeden Fall sehr. Wie muss man sich das vorstellen? Mit was für Armeen, Kompanien, Truppen tretet ihr da gegeneinander an? Also wenn wir jetzt spielen, das kommt immer darauf an, mit meinem Bruder zum Beispiel, nächste Woche werde ich auch ganz gemütlich nachmittags ein 4-Mech gegen 4-Mech-Spiel spielen. Vielleicht noch ein bisschen Infanterie und Panzer dazu, aber das spielen wir dann so in 3 Stunden durch, wenn ich das Spielfeld schon gut aufgebaut habe. Ich habe allerdings auch schon mit einem Kumpel von mir, der auch tief drin ist bei Battletech Destiny, der mit dem spielen wir dann auch so 12 Einheiten auf jeder Seite und das ist dann wirklich wieder dieses Ding, wenn man drin ist in den Regeln und nicht mehr viel nachlesen muss, da sind wir dann auch in 3, 4, 5 Stunden durch. Also es ist nicht so krass wie jetzt so ein Classic Battletech-Spiel, was dann mit 12 Einheiten auf jeder Seite gerne auch mal das ganze Wochenende dauert. Jetzt hast du aber definitiv bei mir ein bisschen die Neugierde geweckt, als du erwähnt hast, dass ihr das Ganze mit Roleplay, also kombiniert. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Spielt ihr dann quasi die Piloten und funkt euch dann irgendwie Anweisungen zu? Oder ist es mehr so ein geopolitisches Vorgeplänkel, was ihr dann im Roleplay ausspielt? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Das habe ich dann vielleicht ein bisschen falsch erklärt, weil es kommt halt nur ein Regelteil aus dem MechWarrior Destiny Rollenspielsystem ist halt mit drinne bei Battletech Destiny, bei diesem Mix-System aus Classic und Alpha Strike.
Allerdings, die Leute, die es halt erfunden haben, dieses Fansystem, ist ja ein Fansystem, die von Death from Above Wargaming, die haben halt zum Beispiel halt dieses MechWarrior Destiny Rollenspiel halt gespielt in mehreren Episoden auf ihrem YouTube-Kanal und haben das dann am Ende in einem Battletech Destiny, also in diesem Mix-System, in einer Schlacht halt ausgetragen, also diese Kampagne beendet. Und das machen halt auch viele, viele Classic-Battletech-Spieler, dass sie halt wirklich das Rollenspielsystem nutzen, um das dann in Schlachten bei Classic oder Alpha Strike oder ähnlichem halt dann auszuführen. Also wir selber machen das nicht. Da wäre mein Bruder jetzt zum Beispiel auch gar nicht der Typ für, glaube ich. Nicht so der Rollenspieler, das ist dann eher so mein Ding gewesen. Aber es wäre auf jeden Fall möglich. Also da gibt es sicherlich die krassesten Ausprägungen, wie man Battletech halt mit Rollenspiel kombinieren kann. Bei uns ist es aber dann doch eher das klassische Tabletop mit ich stell auf, du stellst auf, am Ende gewinnt einer nach Punkten. Rein vom Fluff ist es ja im Prinzip so, dass man auch zwei verschiedene Spielvarianten hat. Man kann entweder homogen spielen, sprich zum Beispiel ein Nachfolgekrieg, wo dann vergleichbare Technik mit vergleichbaren Piloten gegeneinander antritt, was man zum Beispiel dann meiner laienhaften Sicht nach einfach in Tonnage berechnen kann, die einzelnen Streitkräfte. Man kann natürlich aber auch die Episode spielen oder die Epoche, in dem es die sogenannte Clan-Invasion gibt. Und dort trifft ja eine völlig andere Technik und völlig anders ausgebildete Piloten auf die innere Sphäre, also sprich die normalen Menschen in Anführungsstrichen. Wie kombiniert ihr das, dass es dort zu ausgeglichenen oder fairen Spielen kommt? Also bei Tonnage, da kriege ich immer gleich Gänsehaut, weil das ist wirklich so die einfachste, aber auch völlig unausgeglichenste Variante, Battletech zu spielen, meiner Meinung nach. Wie gesagt, in den älteren Zeitepochen, da mag das vielleicht noch gehen, aber spätestens, wenn dann die Clans aufschlagen und die Technologie besser wird, dann ist so eine so ein Stern aus Clan-Max einfach viel, viel überlegender, wenn man gleiche Tonnage spielt. Es gibt da eine ganz einfache Regel. Battletech hat nämlich ein Battle-Value-System und jeder Mech wird halt berechnet. Da können wir nämlich gleich nochmal auf die Konstruktionsregeln eingehen, die sehr, sehr cool sind und Battletech komplett durchziehen. Und die Battle-Value gibt einfach die Gesamtkosten des Mechs an. Da wird ein Pilot plus Mech und seine Ausrüstung zusammengerechnet in einem Punktwert. Und man kann zum Beispiel sagen, pass auf, wir bauen uns jetzt Listen mit 8500 Battle-Value. Mittlerweile ist es Battle-Value 2.0 für Classic Battletech und bei Alpha Strike wird's im Points Value gerechnet, da gibt's dann halt für jeden Mech auch einen Punktewert und dann rechnet man sich halt die Mechs halt zusammen und kommt dann, ist im Grunde wie bei 40k eine Armee zu bauen. Man sagt, wir spielen so und so viele Punkte und dann Battle Value kann man je nachdem, umso besser die Piloten werden, umso teurer wird der Mech auch, weil, wie gesagt, der Pilot ist immer sehr, sehr wichtig, der hat halt immer zwei Fähigkeiten, einmal den Pilotenwert, wie gut er halt den Mech steuern kann, also umfallen und ähnliches wird darüber berechnet und halt der Gunnery-Wert, also der Schützenwert, wo man dann halt gucken kann, wie gut der mit seinen Waffen trifft und umso höher diese Werte sind, umso besser diese Werte sind, umso teurer wird dann auch der Mech, je nach Ausrüstung und Tonnage und darüber kann man viel, viel ausgeglichenere Spiele spielen. Das ist auch nicht fehlerfrei, weil da gibt's auch so bestimmte Sachen, wo man min-maxen kann, aber wir spielen halt immer nach Battle Value auf jeden Fall. Das war nämlich eine Sache, die ich nicht verstanden habe, dass aus der Community im Prinzip seit 30 Jahren gesagt wird, das ist unausgewogen. Und da dachte ich mir, das kann doch nicht sein, dass das innerhalb von 30 Jahren nicht korrigiert wird, dieses Problem. Es ist doch, also es ist, aber offensichtlich wurde es korrigiert. Dass es nicht fehlerfrei ist, ist klar. Bis zu einem gewissen Grad kannst du es halt nur ausgleichen und ausbalancieren. Aber das ist schön zu hören. Rein praktisch, wie komme ich an diese Battle-Value-Berechnung ran? Da gibt's auf jeden Fall richtig coole Seiten zu, denn Catalyst hat auf jeden Fall zumindest eine Seite, die muss man als Battletech-Spieler eigentlich permanent nutzen, das ist die MUL, das ist MUL, das ist die Master Unit List, das ist das Armee-Listen-Tool. Da kann man auf die Website gehen und da hat man dann diverse Reiter, wo man dann zum Beispiel verschiedene Ehren sich anzeigen kann, verschiedene Fraktionen und so weiter und so fort. Und da hat man auch ein Armee-Builder-Tool, wo man sich die einzelnen Mechs dann raussuchen kann und die klickt man sich dann ganz simpel zusammen, wie man das halt vielleicht auch von diversen 40k-Tools kennt und kommt dann am Ende halt, hat dann unterm Strich halt den Wert der Lanze des Sterns oder der Armee, die man halt spielt. Und dann ist so eine Liste wirklich rapide zusammengeklickt. Ich finde es ja spannend, dass man so viel für Battletech, ja nicht nur Mule, sondern auch SanaNet und wie die Color Schemes zum Beispiel, die du dir angucken kannst und so. Das gibt es ja alles kostenlos. Und ganz ehrlich, andere Leute, die würden für diesen Zugang zu Sana oder zu Mule oder irgendwie sowas, würden die 9,99 Euro oder Dollar
im Monat für verlangen, damit du darauf zugreifen kannst? Also Sana muss man auf jeden Fall nochmal hervorheben. Das ist eines der krassesten Wikis, die es gibt. Ist halt, wie gesagt, ein Wiki. Und da ist halt wirklich der gesamte Fluff von jedem Mac, von jedem Piloten, von jeder Fraktion, von jeder Zeitrechnung. Man kann da Tage, um Stunden, um Jahre durchlesen und hat dann wirklich das unglaublich krasseste Battletech-Fluff-Wissen, was es nur geben kann. Also es ist ein unglaublich tiefgründige Wiki. Weil, wie gesagt, Battletech ist ja halt nicht nur dieses Spiel, Battletech ist ja auch der gesamte Fluff drumherum. Und bei Sana wird man damit halt wirklich totgeschmissen. Also man kann da wirklich lesen und umso weiter man sich tiefer klickt, umso tiefer ist man halt in diesem Kaninchenbau drinne und dann kommt man auch nicht wieder raus. Das ist irre. Schön gesagt, genau. Kaninchenbau, das trifft es. Leute, die Links packt der Captain in die Shownotes. So sieht's aus. Das ist gut, da finde auch ich sie wieder. Sebastian, was ist denn deine Mac-Force sozusagen oder deine Armee oder deine Hauptarmee? Was spielst du denn? Ich bin, seit ich denken kann, riesengroßer Wolfs-Fan. Einfach, es ist so ein Ding, ich habe auch ein Wolfs-Tattoo, wie richtig, richtig schlimm auf jeden Fall. Und ja, ich spiele wie richtig schlimm. Von Clan Wolf oder von Wolfs Dragoner? Nee, es ist wirklich ganz normaler Wolf. Also ich spiele Clan Wolf, okay, auf jeden Fall. Das ist eine von meinen Fraktionen, die ich spiele. Dazu spiele ich noch von den Federated Sons die Fifth Cruises Lancers. Da habe ich heute auch Miniaturen für fertig gemalt. Und vom Haus Kurita spiele ich das Sword of Light. Allerdings muss man sagen, wenn man jetzt 40k kennt, da ist ja wirklich jede Armee komplett unterschiedlich. Ob man jetzt Eldar spielt oder Space Marines, die haben halt alle unterschiedliche Sonderregeln, unterschiedliche Einheiten. Bei Battletech ist das ziemlich untereinander austauschbar. Es ist zwar auch so, dass verschiedene Fraktionen zu verschiedenen Zeiten verschiedene Mechs einsetzen konnten, aber das ist bei Battletech auch in der Community eigentlich immer so handwavy. Das kann immer sein, du kannst eigentlich alles überall spielen. Du sagst dann einfach, ja, das ist halt Schlachtfeld, auf dem Schlachtfeld geborgen worden oder das hat er halt gekauft bei irgendeinem Händler oder so. Also es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie sich irgendwo hinstellt und sieht dann halt irgendwie die Figuren. Das Farbschema mag vielleicht stimmen, aber es ist nicht so, dass man dann nachher sagt, pass auf, der Mac, du, der passt da nicht rein. Das ist dann so ein bisschen, als wenn man einen Dreadnought in der Elderliste spielen würde. Bei Battletech geht das. Geil. Wie muss ich mir das denn jetzt vorstellen? Ich bin ja jetzt ein kompletter Neuling und ich kenne mich mit der Lore und dem ganzen und den ganzen Fraktionen nicht so wirklich aus. Ist das denn jetzt eine Fraktion, die Kanon ist, die in irgendeinem Regelbuch vorkommt oder hast du dir da selber was ausgedacht oder wie muss ich mir das vorstellen? Nee, also die drei Fraktionen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, das sind alles Kanon-Fraktionen. Das ist auf jeden Fall, sind auch Farbschemata, die habe ich zwar vielleicht ein bisschen abgewandelt, aber die sind schon so Kanon. Wie gesagt, es gibt auch verschiedene Webseiten, wo man sich Farbschemata anschauen kann. Und das ist schon eigentlich relativ Kanon. Nur ob die Backs, die ich da drin jetzt gerade nutze, ob die Kanon sind, das ist halt eine Frage. Wie gesagt, das ist bei Battletech nicht ganz so wichtig. Was man allerdings machen kann und was ein riesengroßer Vorteil ist bei Battletech, du kannst auch einfach Söldner spielen. Wenn du Söldner spielst, hast du im Grunde das gesamte Portfolio von Battletech offen, weil Söldner kommen immer an alles ran. Söldner können sich anmalen, wie sie wollen. Ich habe wirklich die wildesten Farbschemata auf meinen Mechs. Ich habe gelb-pinke Mechs, Söldner-Mechs einfach. Das ist einfach so. Die haben einfach ihre Mechs so angemalt. Und die nutzen halt einfach alles, was sie kriegen können. Da kann man dann nachher auch Mixed-Technologie spielen, also innere Sphäre, also die Hauptfraktion der Menschheit und die Clans, die halt dann später dazugekommen sind. Man kann das wild mixen, wie man möchte, aber die drei Fraktionen, die ich gerade aufgezählt habe, sind halt wirklich Kanon-Fraktionen. Die haben auch das Kanon-Farbschema mehr oder weniger. Und ich habe aber auch viel, viel Mercenaries, weil ich einfach gesagt habe, dieses Armee-Bemalen von 40k, wo ich dann halt wirklich tausende von Punkten Space Marines und Elder bemalt habe und immer dasselbe Farbschema. Ich habe halt irgendwann gesagt, ich will das ein bisschen aufbrechen und dann male ich halt einfach mal vier Mechs in irgendeinem wilden Farbschema an und das ist dann einfach eine Söldnerlanze und dann ist das auch gut. Hat nur so lange gehalten. Ich habe es halt, wie gesagt, mehrere Fraktionen, wo ich halt auch mehrere Dutzend Mechs dann schon von habe in einem Farbschema, weil dann irgendwie doch wieder der 40k-Spieler durchgekommen ist. Aber wie gesagt, wenn man wirklich die volle Auswahl haben will, spielt man einfach Söldner. Habe ich zum Beispiel auch gemacht, Phil. Ne? Hast ja gesehen, ich habe meine Mechs ja auch dann dementsprechend angemacht. Ja. Ne? Wenn ihr die mal angucken wollt, findet ihr uns auf dem Instagram-Kanal oder bei Facebook. Also von daher, du kannst dich da wild loslassen, ne? Und du bist dann wirklich nicht eingeschränkt, was du für ein Mech hast, ne? Das was Sebastian gerade wirklich sagte. Spiel das, worauf du Bock hast. Ich glaube, Phil ist Richtung Autobots gegangen, ne? Ja. Ja, sehr cool. Ja, das hat sich irgendwie so ergeben. Aber es passte ganz gut. Also ganz ehrlich, ich fand das eigentlich schon ganz geil gemacht mit deinem Farbschema. Ja, aber es war, also ich muss ehrlich sagen, es war keine Absicht. Das ist egal, ob das Absicht war oder so. Das ist egal. Hauptsache einfach machen. Das ist halt auch das Schöne an Battletech. Es gibt halt im Grunde niemanden, der dann am Spieltisch steht. Das ist mir halt auch bei 40k öfters mal passiert auf irgendwelchen Turnieren. Und der dann sagt, ja hier, das Farbschema passt aber nicht. Oder jetzt hier, die Figur, die passt aber nicht.
Oder vielleicht die Figur, das ist gar keine Original Games Workshop Figur, die darf ja eigentlich gar nicht mitspielen. Das ist bei Battletech nämlich sowas von egal. Du kannst Battletech spielen mit bemalten oder unbemalten Miniaturen, du kannst es spielen mit Standees, du kannst sogar einen Kronkorken nehmen, da drauf schreiben, das ist ein Warhammer und die Hexfeldrichtung draufmalen und dann kannst du damit spielen. Niemand wird dir da irgendwie reinreden. Die Battletech Community ist ja komplett cool und 3D-Druck ist völlig in Ordnung. Ich habe halt bestimmt ein Drittel von meinen Macs, die ich hier zu Hause habe, sind halt 3D gedruckt. Da sagt kein Mensch was. Da sagt noch nicht mal Catalyst, die Firma, die Battletech derzeit herstellt, was. Weil es ist in Ordnung. Steht ja auch so im Grundregelwerk drin, ne? Nimm das, was du hast. Ja, und das ist halt wirklich sehr, sehr cool. Das ist nicht nur sehr, sehr cool, sondern das ist auch wirklich kundenfreundlich und so. Aber sag mir mal eben eine Frage, wenn die erlaubt sein darf. Damals Battletech war ja auf Englisch, soweit ich mich erinnere. Das heißt also auch dieses Ganze von wegen, wie funktioniert die Regel jetzt dann auf das Spielfeld umzusetzen, war für, ich sag mal jetzt mal uns, ne, ich nehme jetzt uns mal alle irgendwie mit rein, die mit Battletech auch mal so Kontakt hatten, vielleicht noch eine relativ große Hürde. Wie habt ihr damals so, vielleicht auch mit so gebrochenem Englisch, diese Hürde überwunden? Ich muss sagen, ich bin schon, seit ich denken kann, extrem englischaffin. Mein Bruder und ich haben damals auf Satellitenfernsehen, den mein Vater irgendwie angeschafft hatte, haben wir schon die ganzen amerikanischen Saturday Morning Cartoons geguckt. Und wir haben schon vor der Grundschule, hatte ich schon so einen Grundwortschatz an Englisch und war halt immer sehr, sehr verbunden mit der englischen Sprache. Und meine Frau und ich, wir gucken eigentlich fast jede Serie, fast jeden Film nur auf Englisch. Ich lese fast nur englische Bücher und auch eigentlich alles, was ich so im Internet konsumiere, bei YouTube und Co., ist eigentlich alles auf Englisch. Ich spreche vielleicht nicht perfekt Englisch, aber lesen und verstehen ist für mich überhaupt gar kein Problem. Das ist wie Deutsch für mich. Und deswegen, da habe ich mit englischen Regelbüchern gar keine Probleme. Okay, jetzt hat Catalyst Games natürlich jetzt auch die Battletech-Serie quasi neu aufleben lassen, wenn man es mal so sagen möchte. Da fehlt mir natürlich auch so ein bisschen so das Deutsche, ne? Das ist ja vorhin so bei Ulysses-Spiele gewesen. Das haben sie jetzt ja, wie auf der letzten, ja, Ulysses-Con leider, muss man ja sagen, hinten angestellt, auch was deren Romane angeht. Das ist noch nicht ganz klar, ob die jetzt weitergehen oder so. Hast du Hoffnung? Ja, es geistern da Gerüchte durch die Community, was mit Ulysses und so weiter ist, aber ich würde nicht mehr so viel erwarten, sagen wir es mal so. Es ist schwierig, ja. Aber Hoffnung hast du nicht aufgegeben. Nein, der Vorteil ist bei Battletech, wie gesagt, seit fast 38 Jahren ist das Spielsystem fast unverändert. Es gibt immer mal kleine Anpassungen hier, kleine Anpassungen da, aber ich sag mal, wenn man jetzt wirklich aus den 90ern ein Grundregelwerk hat, kann man da heute noch gut mitspielen. Und es gibt auch Grundboxen, die auf Deutsch sind. Die haben jetzt vielleicht nicht die modernsten Miniaturen, aber die haben fast die modernen Regeln. Und es gibt, glaube ich, von Ulysses auch noch die Grundregeln per PDF zum Runterladen, möchte ich sagen. Also es gibt immer Möglichkeiten, auf jeden Fall Classic zumindest, auf Deutsch zu spielen. Was jetzt die modernen Ausgaben jetzt von den ganzen Quellenbüchern so angeht, die kommen natürlich alle nur auf Englisch. Also was ich sagen kann, ist, dass Ulysses jetzt in den letzten Wochen die Einsteigerbox, die sie eigentlich hätten auf Deutsch veröffentlichen wollen, haben die jetzt bei DriveThruRPG zum Kauf angeboten. Das heißt also, ihr könnt euch die ganzen Sachen auf Deutsch übersetzt für, ich glaube, einen Zehner, könnt ihr euch diese gesamte Box käuflich erwerben, runterladen, ausdrucken, auf Standees kleben, auf Bases kleben und Battletech spielen. Das funktioniert. Und das finde ich einen sehr, sehr feinen Move von Ulysses. Mal Shoutout an dieser Stelle. Dass die das wirklich gesagt haben, wir hauen diese Box einfach raus, so wie sie jetzt ist. Auch wenn das mit, egal wie jetzt auch, dann sage ich jetzt mal, mit Catalyst Games sich vielleicht dann verkracht hätten oder sowas. Aber den Move, da muss ich wirklich sagen, Chapeau, Hut ab davor, Ulysses. Für die Community wirklich eine geile Geschichte. Und genau so eine Box ist für so ein Spiel, muss ich euch ganz ehrlich sagen, mega wichtig. Allein um neue Leute irgendwie anzufixen oder so, dass du denen sagen kannst, hier, 25 Euro jetzt als physische Form, 25 Euro, nimm die Box, pack's aus, fang an zu spielen. Das ist momentan, glaube ich, der richtige Weg und ich bin froh, dass es diesen Weg gibt. Ja, da bin ich auch froh, dass Catalyst das gemacht hat mit den Boxen, die sie jetzt rausgebracht haben. Es gibt ja einmal die Beginnerbox, wo halt zwei Macs drin sind und reduzierte Grundregeln. Die kann man sich auf jeden Fall kaufen. Das wäre, glaube ich, auch die gewesen, die Ulysses jetzt rausgebracht hat, richtig? Richtig, genau. Genau, die gibt's halt nur auf Englisch, aber die ist halt auch schon sehr zu empfehlen. Die ist auch super günstig, 20 Euro oder irgendwas. Dann gibt's ja die Game of Armored Combat Box, die ich mir damals auf der Taktika gekauft habe. Da sind halt 8 Macs drin und die kompletten Grundregeln. Und jetzt demnächst erscheint im Dezember, glaube ich, die Alpha Strike Box.
um halt dieses Alpha-Strike-Tabletop-System noch ein bisschen zu pushen, was bisher noch keine Box hatte. Und da sind halt, das ist so eine geile Grundbox, wenn man halt in das System einsteigen will, mit 13 Mechs, 8 innere Sphäre, 5 Clan, da sind Pappgebäude drin, da sind Pappbäume drin, da sind die Regeln drin, da ist alles drin, was man braucht, um wirklich komplett out of the box Alpha-Strike zu spielen. Und diese Box wird auch nochmal so viele Spieler reinspülen in das System. Genau sowas muss man machen. Und das finde ich auch richtig gut, dass Catalyst da am Ball ist. Da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf. Dein Wort in Gottes Ohr. Ja, genau. Zumal es ja auch so ist, muss man auch noch sagen, ne, wenn man sich die neue Alpha Strike Grundbox kauft, es gibt ja dann auch auf der Catalyst Homepage noch weitere Bodenpläne frei zum Runterladen und dergleichen. Ne? Also unendlich viel Spielmaterial auch. Also auch vom Hersteller selbst oder vom Lizenznehmer, besser gesagt. Korrekt, das stimmt. Ja, und bei Ulysses, das wollte ich gleich auch noch mal ganz kurz ansagen, weil das halt der Running Gag ist. Wer ist dort Produktbetreuer, Manager oder Redakteur, was auch immer sein Titel ist? Aber es kann ja nur einer sein. Phil, wer ist es? Michael Myers. Ganz genau. Michael, an dieser Stelle liebe Grüße. Ja, sehr gut. Also ich bin, wie gesagt, also nochmal, das von Ulysses fand ich einen sehr, sehr geilen Move. Solltet ihr euch mal angucken. Ich packe den Link auch wirklich hier unten in die, Infofolge hier mit rein hier unten. Dann findet ihr das auch und dann guckt euch das mal an. Das ist sehr zu empfehlen. Ja, also ganz im Ernst, mehr Spiel für das wenig Geld kriegst du überhaupt gar nicht. Echt, also das ist eigentlich ein No-Brainer. Und wie gesagt, ansonsten bei eBay vielleicht mal nach einer alten deutschen Grundbox schauen. Die Miniaturen sind vielleicht nicht aktuell, aber die Regeln sind wirklich kaum verändert. Deswegen, das kann man sich auch immer noch mal holen. Genau, die alten Sachen, zum Beispiel die Regelbücher oder so, kann man sich ja auch noch bei Ulysses als PDF dann auch kaufen, auch bei DriveThruRPG und auch auf Deutsch. Kann man natürlich machen. Ich finde die neuen Sachen, die Catalyst Games gemacht hat, einen Tacken geiler, weil auch ein bisschen neuer. Ja, da ist auch eine durchgängige Designsprache drin auf jeden Fall, das ist schön. Ja, genau. Ne, das ist alles ein bisschen geiler. Aber wenn man dann mal wirklich sagt, komm, ich gebe da einfach mal 15 Euro aus oder sowas, oder ich weiß gar nicht, was das kostet jetzt, dann macht das. Also kauft euch das Ding einfach mal. Also es ist nicht jetzt irgendwie super scheiße. Geht in die richtige Richtung. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Ja. Das geht in die richtige Richtung. Ich hätte noch eine Frage. Und zwar ist es ja so, also ich bin zum Beispiel hauptsächlich ja ein Fan von Warhammer wegen der Story und wegen der Lore. Wie ist das denn da bei Battletech? Also gibt es da irgendwelche Bücher, die man gelesen haben sollte? Gibt es da irgendeine gewisse Kerngeschichte, die es wichtig ist, nochmal zu erwähnen, damit man wirklich auch nochmal außerhalb des Spiels vollumfänglich in dieses Universum eintauchen kann? Also das wäre so was mir auf jeden Fall nochmal helfen würde, da eine stärkere Bindung aufzubauen zu dem ganzen Thema, als einfach nur das Spiel zu spielen. Das ist jetzt so ein bisschen meine Schwachstelle, weil das letzte Battletech-Buch, und davon gibt es Dutzende, habe ich vor, glaube ich, über 20 Jahren gelesen. Ich informiere mich meistens eher über Sana halt oder über YouTube-Videos. Also es gibt ganz viele gute YouTube-Fluff-YouTuber oder in Quellenbüchern halt. Es gibt auch die Schrapnell-Kurzgeschichtensammlung, die jetzt seit dem Kickstarter immer wieder erscheinen. Da ist gerade Band 10 erschienen, da sind ganz viele coole Geschichten drin. Aber ansonsten, die Bücher, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Im Grunde muss man sagen, Battletech ist so ein bisschen wie Game of Thrones im Weltraum. Ohne Drachen und ohne Magie. Es gibt nur Intrigen, es gibt nur Krieg. Es ist halt nicht so grimdark wie 40k jetzt zum Beispiel. Aber eigentlich immer, wenn irgendwo was entsteht, irgendeine Allianz oder so, dann weiß man schon, okay, irgendwer sticht dem anderen jetzt in den Rücken oder bombardiert ihn mit Atombomben oder schickt halt irgendwelche Battlemechs aufs Schlachtfeld und dann hauen die sich gegenseitig die Köpfe ein. Und das ist halt eigentlich die fortschreitende Geschichte von Battletech. Und es geht halt durch diese verschiedenen Ehren hindurch, wo dann halt immer ganz viele Charaktere erstehen, Ehen werden geschlossen, Leute werden erschossen, was halt immer so passiert. Und wenn man da zum Beispiel über Sana, über das Wiki halt einsteigt, es ist wirklich so krass in diesem Spielsystem. Jeder Charakter, und ist ja noch so unbedeutend, hat halt wirklich so eine Backstory. Wenn man das möchte, kann man da wirklich tief einsteigen. Ist aber, ehrlich gesagt, meine Schwachstelle. Ich bin dann doch eher der mechanische Spieler als der Fluff-Experte. Dann hau ich dazu einfach mal einen raus. Und das Ganze ist jetzt wirklich ganz, ganz extrem gestrafft, ne? Aber im Prinzip ist die Geschichte oder das Setting wie folgt. Wir haben die jetzige Zeit. Die Menschheit beginnt halt, den nahen Raum zu besiedeln, zu kolonisieren. Und aufgrund der immer fortschreitenden Kolonialisierung und der Entfernung zur Erde
sind diese Kolonien weitgehend irgendwann auf sich selbst gestellt. Und diese Kolonien bilden dann eigene Reiche im Vergleich zum Kernreich der Erde. Und es ist halt ein Vielvölkerstaat, wenn man so will. Dann kommt das goldene Zeitalter mit dem Sternenbund, der all diese Reiche und Kolonien halt wieder zusammenführt. Und so ist nun mal die Menschheit, dieses goldene Zeitalter währt nicht lange und dieser Sternenbund zerfällt. Und er zerfällt in 5 große Feudalstaaten. Und die Armee des Sternenbundes sagt halt, dieses Theater machen wir nicht nochmal mit. Und zu gut Deutsch, die verpissen sich ins Nirgendwo. Ja. Der Exodus. Genau, der Exodus. Diese Feudalstaaten führen in den sogenannten Nachfolgekriegen halt 4-mal den Krieg darum, wer jetzt der Herrscher von alles ist. Und irgendwann im 4. Jahrtausend, Pi mal Daumen 3051, kommt dann der Sternbund oder die Sternbundarmee zurück. Allerdings hatten die auch 200 oder 300 Jahre, um sich halt zu ändern. Und aus dieser Sternbundarmee ist sind die Klaner geworden. Die haben sich halt in verschiedene Clans aufgespalten und im Prinzip eugenische Programme durchgeführt mit Genetik und so weiter und so fort, mit einem Kastensystem. Und diese Leute kommen halt mit überlegener Technologie zurück und sagen, wir machen jetzt alles platt und wir sind der Sternbund. In den Nachfolgekriegen haben sich halt die ganzen Häuser halt sowas von zurück in die technologische Steinzeit gebombt, dass die halt wirklich im Grunde mit Treckern gegen diese extrem modernen Kampfmechs der Clans dann antreten müssen, weil da ist halt nicht mehr viel übrig geblieben. Die haben sich halt sowohl die Fabriken als auch die Wissenschaftler weggebombt. Und die Clans hatten halt wirklich im Grunde 300 Jahre Zeit, um einfach nur voranzuschreiten, immer weiter und immer weiter. Und die sind halt wirklich auf Krieg ausgelegt, wie schon gesagt, eugenisch gezüchtet für den Krieg. Ja. Und wer sich da ernsthaft einlesen will, das sind eigentlich, was man als allererstes braucht, das sind 3 Bücher. Das sind, glaube ich, die Battletech-Romane 4 bis 6. Pi mal Daumen, weiß nicht. Aber das hat die sogenannte Blut der Kerensky-Trilogie. Und dort taucht das dann alles auf und gibt im Prinzip den ganzen Hintergrund. Alles andere, was davor ist, mit anderen Trilogien und so, das sind auch großartige Bücher. Aber um das Setting dieser Clan-Invasion zu verstehen, muss man halt die Blut der Kerensky-Trilogie lesen und alles Weitere ergibt sich dann von selbst. Ja, da kann ich auf jeden Fall empfehlen, jeder, der so ein bisschen englisch bewandert ist, da gibt es einen richtig guten YouTube-Kanal oder man sucht einfach nach Text Talks Battletech und das ist halt einer, der sich dann wirklich tief in die Abgründe des Fluffs begibt und mit einer extrem guten Stimme ganz, ganz viel von diesem Fluff erklärt. Unter anderem halt auch den Exodus und wie das alles entstanden ist und so ganz, ganz tolle YouTube-Videos. Halt auf Englisch, aber sehr, sehr klasse. Ja, oder auf Deutsch kann man auch wunderbar den Battle-Podcast hören. Ich bin zwar bei vielen Sachen nicht der Meinung der Jungs von Battle-Podcast, aber die haben das gesamte Setting komplett aufgedröselt. Das haben die ganz hervorragend gemacht. Das ist sowieso ein sehr hörenswerter Podcast. Wie gesagt, ich muss ja nicht jedes Mal einer Meinung mit denen sein, aber es ist trotzdem ein hörenswerter Podcast und dort findet man alles, wirklich alles zum Hintergrund. Ja, und was der Hintergrund halt ist, da scheiden sich dann halt auch teilweise die Spielergruppen, weil dann manche Spielergruppe halt vielleicht nur in der Ära spielt, manche nur in der Ära. Und dann ist es immer ein bisschen schwierig, die untereinander aufeinander zu bringen, weil die Battletech-Community doch sehr traditionsbewusst ist. Und es kann halt auch wirklich sein, dass man dann in so eine Spielegruppe reinkommt, die dann sagt, wir spielen nur Nachfolgekriege. Clans gibt's bei uns nicht. Und das ist dann immer etwas schwierig, dann da vielleicht mal noch eine andere Ära einzuführen. Aber wie gesagt, jede dieser Ären hat halt mehrere Bücher, mehrere Quellenbücher und unglaublich viel Fluff und Charaktere. Und was man vielleicht nochmal ganz klar sagen sollte, Battletech Hard Sci-Fi, es gibt keine Aliens. Es ist wirklich ein komplett menschliches Setting, wo halt das Alienste sind halt wirklich die Clans, die dann halt schon sich ein bisschen wegentwickelt haben von den ursprünglichen Menschen. Alles klar. Gut, Jungs, sind wir auch schon ziemlich weit gekommen hier mit unserem ganzen Skript. Sebastian, wenn ich jetzt, gut, ich habe sowieso Bock, Battletech zu spielen, aber wenn ich jetzt der aus Schlamm geborene Hörer, der Urukai bin, der jetzt sagt halt, okay, ich möchte jetzt, interessiert mich jetzt doch. Wie wäre jetzt der konsequente weitere Weg? Wie fange ich an damit?
Also da gibt es auf jeden Fall mehrere Möglichkeiten. Wir sind ja alle mittlerweile Digital Natives und deswegen kann man zum Beispiel schauen, es gibt einen relativ guten, eine gute Facebook-Seite hier BattleTech Deutschland, da kann man nachfragen, ob sich Spieler oder Spielegruppen in der Gegend irgendwie aufhalten. Man kann im lokalen Spieleladen nachfragen, zum Beispiel hier bei uns in Hannover im 3TH, da gibt es auf jeden Fall eine BattleTech-Runde. Und es werden auch immer mehr. Es gibt Discords, da kann man nach BattleTech fragen. Und es gibt halt auch deutschlandweit mehrere Vereine. Da fallen mir jetzt zum Beispiel ein, halt die MechForce Germany, mit der ich schon ein bisschen zu tun hatte. Oder auch die Phoenix Garde. Ich glaube, die sind eher so in Richtung Braunschweig beheimatet. Und da kann man überall sich melden, anfragen. Und bisher habe ich auch noch nie irgendjemanden gesehen, der sagen würde, nee, du kommst nicht zum BattleTech-Spielen. Sondern eigentlich ist die Community so bewandert, dass neue Spieler immer gerne eingeführt werden in die Systeme. Okay. Chef, hast du noch Fragen zu BattleTech? Ehrlich gesagt gerade nicht. Ich glaube, wir könnten das Ganze noch tiefer, wie Sebastian vorhin sagte, uns in den Kaninchenbau graben. Aber da müssen wir, glaube ich, nochmal in uns gehen, wie wir das Ganze gestalten. Aber so gesehen habe ich erstmal keine Fragen, glaube ich. Ich kann auf jeden Fall einen großen Tipp noch geben. Und zwar, es gab ja einen Kickstarter im Jahr, das muss ich selber gucken, 2019 gab es einen BattleTech-Kickstarter von Catalyst. Der hat einen riesen Schwung gegeben für die Community und auch ganz viele neue Miniaturen auf den Markt gespült. Im März 23 kommt der nächste Kickstarter, das ist der BattleTech Mercenaries Kickstarter, wo dann wieder neue Miniaturen und Bücher und so weiter und so fort erscheinen. Das heißt, wenn man richtig Bock hat auf Miniaturen, dann kann man entweder jetzt halt nochmal die aus dem alten Kickstarter versuchen zu kaufen, die gibt's halt auch in jedem Local Game Store eigentlich, oder man steigt halt bei dem Kickstarter im März ein, da wird es halt nochmal massig Miniaturen geben. Und da war ich halt auch dabei und das hat, ja, ich hatte eine Menge Miniaturen. Mittlerweile sind die alle bemalt, aber ich glaube, ich brauche noch mehr. Sehr löblich. Phil, hast du noch Fragen? Nee, tatsächlich nicht, aber ich würde ganz gerne nochmal auf eine Nebensächlichkeit hinweisen. Oder so nebensächlich ist das ja gar nicht. Ich würde nur noch mal ganz gerne auf unseren Discord hinweisen wollen. Ja, Phil, hau rein, Alter, mach. Ja, also wir haben ja den Channel Lanzenbrechen da gestartet und wenn ihr jetzt Bock bekommen habt, irgendwie mit uns über das Thema Lanzenbrechen sage ich schon, über das Thema BattleTech zu quatschen und uns mal eure Mechs zu zeigen, was ihr da so alles am Start habt, das gilt natürlich auch für dich, Sebastian, dann kommt doch gerne mal bei uns in den Discord und zeigt uns einfach mal, was ihr so zu zeigen habt. Also wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, ich schau gerade rein. Ich werde gleich mal was hochladen. Ja, sehr gerne. Okay, sauber. Gut, dann mache ich einen Deckel drauf. Sebastian, herzlichen Dank, dass du heute dir die Zeit genommen hast, mit uns zu schnacken über BattleTech. Vielleicht können wir uns ja nochmal treffen und dann nochmal das rekapitulieren, wenn wir drei hier mit unseren Tonnagesachen etwas weiter sind. Pivi, Phil, auch euch danke ich. Sagen wir Tschüss, oder? Ich würde sagen, Dankeschön für die Moderation. Danke dir, Sebastian, fürs Dabeisein. Und ja, wir sagen gerne. Bis bald und wir hören uns. Tschüss. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich bin Jade Falke und wir vertrauen auf Dennis. Clan Wolf an die Macht. Wir sind der Clan. Und der Peewee grätscht auch nochmal dazwischen. Wir haben im kommenden Dezember haben wir unsere Jahresabschlussfolge und wir wollen eure Meinung dazu hören, wie euer Jahr 2022 hobbytechnisch gelaufen ist. Das heißt also, schickt uns gerne eure Sprachnachrichten, schickt uns gerne E-Mails an podcast@dysonauts.com, was ihr in diesem Jahr alles gerissen habt. Was habt ihr bemalt? Was habt ihr gekauft? Was habt ihr gespielt? Was war euer Highlight? Was war euer totaler Downer, wo ihr gesagt habt, das war der größte Scheiß, den ich mir zum Beispiel jemals angeschafft habe? Das war der größte Scheiß, den ich jemals gespielt habe? Vollkommen egal. Schickt uns euren kleinen Jahresrückblick. Entweder, wie gesagt, per Sprachnachricht oder per E-Mail an podcast@dysonauts.com. Wir freuen uns sehr über eure Nachrichten. Und wir sind sehr gespannt darauf, was wir von euch da draußen bekommen. Und Ende des Monats quasi werdet ihr alle erfahren, was die Leute da draußen für Sachen gemacht haben. Ich bin sehr gespannt, die Jungs auch. Also von daher würde ich sagen, haut rein, schönen Nikolaus. Und wir hören uns auf jeden Fall im Dezember vielleicht noch ein paar Mal mehr. Bis dahin, ciao.